Manchmal, wenn man so Videos oder Berichte sieht, wo Leute neben so einem Gewässer stehen, dann fällt da manchmal der Spruch: Oh, toll, da möchte ich jetzt am liebsten sofort reinspringen, ja, und mich abkühlen. Ja, das mir ist zwar warm und ich schwitze auch, ja, aber ja, also in dem Gewässer ist es ja nur noch nasser. Und ich bin kein Experte, aber Misonix badet ganz gerne bei 42 Grad Celsius Wassertemperatur. Schön wollig warm. Und ich bin mir nicht so sicher, ja, wie hier die Temperaturen des Gewässers sind, ne? Also da bin ich doch eher skeptisch. Ja, da stand gerade schon wieder ein Schild, das gesperrt sei. Da stand, man kommt noch bis zum nächsten Ort und danach nicht mehr weiter. Huch. Geht ja auch noch um die Kurve hier. Ach, ist es. Ach, guck mal, schön. Aber jetzt ist außer mir wirklich keiner mehr unterwegs. Also. Was ist das denn für ein Flattermann da oben? Bin ich schon von Vögeln begleitet? Gott. Das ist wie bei Alfred Hitchcock, die Vögel. Ja, kennt er? Wahrscheinlich nicht, ist schon ein relativ alter Film, ja. So ein, ja. Soll man sagen, Grusel, Horrorfilm, so in der Art, ja. Naja, Hitchcock halt. Egal. Kennt die jungen Leute sowieso nicht mehr von heute. Ja, da steht schon wieder das Schild geschlossen, ja. Ich meine, so ein Schild, das hat ja nichts zu bedeuten, oder? Ah. Sag ich's oder prompt ist Militär da? Ja, da war Glück gehabt. Einmal durch die verbundene Durchfahrt hier und er winkt mich freundlich vorbei. Das ist auch besser so, ja? Weil hätte er mich jetzt nicht durchgelassen, ne? Ihr wisst ja, ich hätte Donald Trump gerufen und hätte auf den Knopf gedrückt, ja? So einfach geht das. So, also dann denke ich mal, man darf hier auch langfahren. Ich meine, ich weiß nicht, ob das Schild wirklich was zu bedeuten hat. Das ist ja eigentlich wegen Wintersperre, ne? Und tatsächlich war der Pragelpass bis vor einer Woche noch in Wintersperre. Das heißt, vielleicht hat auch einfach irgendjemand das Schild da noch nicht umgebaut. Nicht mehr durchfahren darf man ja erst dann, wenn so schön, ne, rotes Schild mit durchgestrichen, kein Bus, kein, ja, okay, das steht da immer. Also, Durchfahrt gesperrt. Betreten der Baustelle verboten, Scheiße. Och Mann. Ach, Kacke. Naja, okay, dann will ich mal nicht so sein, ja, und mich dran halten. Vielleicht wäre man jetzt auch so da durchgekommen, aber. Naja. Ich bin ja so ein ganz gesetzestreuer, ne? Fahren wir mal wieder zurück. Mal gucken, vielleicht ist ja in 4 Tagen geöffnet, wenn ich zurück muss. Aber naja. Egal, bis hierhin war auch schon mal ganz schön, ja. Jetzt muss ich noch mal gucken. Also gesperrt ist ja wohl nur oben auf der Höhe wirklich. Und ich habe mir schon gedacht, ob ich nicht
von der anderen Seite auch noch mal ranfahre bis zur Sperrung, ja, weil das sind wirklich nur so, keine Ahnung, 2 Kilometer oder was, denke ich mal, die da gesperrt sind. Und dann könnte ich halt schön auf der anderen Seite auch noch lang, ne? Je, so, jetzt muss er mich nur noch mal vorbeilassen. Was machen die da eigentlich für komische Sachen? Vielleicht ist ja wieder so, dass in dem, in manchen Bergen, ja, die sehen halt aus wie Fels und in Wirklichkeit ist da aber nur so eine, so ein großes Pappmaché-Tor, was so angemalt ist wie ein Fels. Und in Wirklichkeit verbirgt sich da drinnen irgendwelches Kriegsgerät. Ne? Wer weiß, ja? Wer weiß, ja? Naja, so richtig enttäuscht bin ich jetzt auch wieder nicht, ja? Weil ich hatte mich ja vorher im Internet schon kundig gemacht und ja. Da stand also jetzt auch nichts anderes, ja, als das, was ich jetzt erlebt habe, das nämlich gesperrt ist. Ah, guck mal hier. Wunderbar. Badewanne und Milchkanne steht auch schon an der Ecke. Wobei die Badewanne jetzt wohl mehr für das Viehzeug ist, ja, also als Tränke. Bei der Badewanne, oder wenn ich eine Badewanne sehe, muss ich öfter an Colt Sievers denken. Das kennt außer mir wahrscheinlich auch schon niemand mehr. Das war so eine Fernsehserie der in den 80er Jahren, denke ich mal. Ein Colt für alle Fälle. Und der Hauptdarsteller der Serie, Colt Sievers, der war, glaube ich, im Vorspann oder Abspann war immer eine Szene, wo er draußen in der Badewanne lag. Hat, glaube ich, so eine Folge auch öfter mal mit geendet, ja, dass er nachdem er halt irgendwelche Leute da gerettet hat oder was in der Folge, dann zur Entspannung ein Bad genommen hat. Und ab und an kam dann noch die Dame des Hauses. Ich weiß gar nicht, welche Rolle die hatte. Also seine Frau war es auf jeden Fall nicht. Tochter vielleicht oder ganz was anderes. Keine Ahnung, ja. Auf jeden Fall war die sehr jugendfrei. Also es muss was Platonisches gewesen sein, ja. Aber nichtsdestotrotz hat sie ihm dann, also wenn er da in der Badewanne lag, ganz gerne nochmal gut zugeredet. Hi. Keine Ahnung. Also ich bin hoch und bin wieder zurück jetzt. Aber vielleicht kommt man auch irgendwie durch. Also so weit bin ich jetzt nicht gefahren. Also laut Internet ist zu. Also aber weiß man nicht. Ja. Aber kannst du ja mal probieren. Also ich bin nicht bis zur Baustelle hingefahren. Also vielleicht kommt man auch irgendwie durch. Auf halber Strecke steht doch so ein Militär-LKW. Die waren aber ganz nett. Die haben mich einfach durchgewunken. Also die haben da mit der Baustelle wohl nichts zu tun, die machen irgendwas anderes. Ja, okay. Ciao. So. Falscher Gang. Aber macht nichts. Ja, mit der GS kann man auch im dritten Gang anfahren. So. Ja. Naja, dann kann der Kollege das ja mal probieren, ob er da jetzt langkommt oder nicht. Und ab und an, das sieht man im Video wahrscheinlich wieder nicht, also ganz sicher nicht, liegt hier so ein bisschen, liegen so ein paar Steine auf der Straße, die dann vom Hang runterkullern. Also hier jetzt gerade nicht, ja, da gibt es ja auch nichts groß zum Runterkullern. Aber in manchen Kurven liegt tatsächlich immer so ein bisschen was, ja. Also da muss man natürlich auch schon so ein bisschen
aufpassen. Ach, guck mal, wie nett. Das passiert ja öfter, als man denkt, ne? Dass einem als Motorradfahrer Autos vorbeiwinken oder extra zur Seite fahren oder so. Finde ich ganz nett. Oh, meine Erkältung kommt wieder. Ja. Ist halt, man weiß manchmal nicht so genau, hat der Autofahrer einfach Angst vor einem, ja? Dass er mir lieber Platz macht. Oder ob er ganz nett ist und einfach ja, nachempfindet, dass man als Motorradfahrer vielleicht ein bisschen anders fährt. Und einem da ja, den Spaß nicht verderben will, sag ich mal. Na, so oder so. Mir ist es ganz recht. Hust, hust. Ah, Fahrradfahrer, da war jetzt, da wo ich jetzt die nächsten Tage noch hin will, hier in der Schweiz, da war letztes Wochenende ja auch eine große Fahrradveranstaltung. Also hier zum Beispiel, da können natürlich dann Steine runterkommen, ne? Und das ist schon mal gut, dass die letztes Wochenende war, oder letzte Woche, vorletztes Wochenende, irgendwie dann, ja, und nicht jetzt. Ja, jetzt mal bewusst in der Woche gefahren und auch in einer Woche, wo kein Brückentag oder dergleichen ist. Ja, damit es einfach nicht so total überfüllt ist und ja, alles voller anderer Motorradfahrer oder Radfahrer oder was auch immer. Ne? Und ja, bislang klappt das ganz gut. Weil jetzt so unten in den Tälern, bei den Städten, da ist natürlich ordentlich Verkehr, gerade auch mit LKWs und so. Aber jetzt hier bei solchen Geschichten, da funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Ja, okay. Da haben wir auch nochmal einen Blick auf den See von dieser Seite aus bekommen. Hallo. Und ja, damit war es zumindest... Hab da ein bisschen was vom Anstieg zum Pragelpass gesehen, wenn auch den Pass nicht. Und ja, ich muss mal gucken, ob ich jetzt von der anderen Seite nochmal ranfahre oder nicht. Ja, schauen wir mal. Ich fahre jetzt erstmal noch ein Stück weiter.